So, einen wunderschön verschnupften und verrotzten guten Morgen. Ja, ich letzte Woche ging nichts, habt ihr ja gemerkt. Bin immer noch ziemlich verrotzt. Hab mich mit einer Grippe, hat uns hier alle im Hause ziemlich lang gelegt und lahm gelegt. Und warum ist das alles schief? Ich habe das auch vorhin mal gerade eingerichtet. Egal. Ja, deswegen entschuldigt, wenn ich heute ein bisschen röchel, ein bisschen verrotzt bin. Die Rotze hat mich noch im Griff. Aber es sollte jetzt doch hoffentlich langsam besser werden. Und ich wollte heute auf jeden Fall mit euch was machen, weil ich ja dann nächste Woche Dienstag nicht da sein werde. Da werde ich bei der Spielwarenmesse in Nürnberg sein und arbeiten. Und da dann heute mal die Idee, machen wir heute mal noch was mit euch. Auch so eine Sache, die ich letztes Jahr mit euch schon vielleicht gemacht haben wollte, so ein bisschen. Ich habe ja gesagt, ich baue das Ganze hier so nach und nach so ein bisschen um. Mehr projektbezogene Geschichten halt eben auch. Entschuldigung. Und heute schauen wir uns mal, ja, zumindest einen Teil meiner 6mm Projekte an. Ich habe jetzt gerade festgestellt beim Bilder raussuchen, da habe ich ja noch mehr, zumindest was das Thema Science Fiction angeht. Da habe ich auch 6mm. Das wird immer was Gesondertes sein, wenn ich für die Figuren auch ein Regelsystem für mich gefunden habe. Wir machen heute ein bisschen, gehen ins historische Tabletop rein, 6mm. Bevor ich hierzu komme und zu den Figuren komme, vielleicht komme ich zu den 6mm. Ich habe ja auch wie alle oder viele klassisch mit 28 angefangen, Fantasy angefangen und dann jahrelang 28, dann jahrelang nix und dann wieder 28 und dann ging es mal runter so. Die Idee war 15, dann kam irgendwann mal 10 und 10 war dann so, gesagt, das reicht mir, kleiner will ich nicht, 6 ist mir eigentlich zu klein. Aber irgendwann wurde mir auch mal so ein Streifen Unionsinfanterie für den amerikanischen Bürgerkrieg in die Hand gedrückt. Ich probiere das doch mal und ich muss sagen, hat mir gut gefallen. Und ja, kleiner Maßstab, ganz groß, weil so wirklich große Schlachten, wenn du jetzt nicht viel Zeit mitbringst, auch was das Malen angeht, und nicht viel Platz mitbringst, um das zu lagern und vor allem auch damit zu spielen, kannst du eigentlich keine wirklich großen Schlachten spielen. Punktetechnisch vielleicht, aber modelltechnisch weiß ich nicht. Und gerade im amerikanischen Bürgerkrieg habe ich zweimal in 28mm angefangen. Und habe dann gemerkt, für so ein Regiment, da brauche ich wirklich 5, 6 Basen, a 6 Mann. Das ist mir zu viel zu malen, da komme ich ja zu nichts. Und im Endeffekt habe ich dann trotzdem nur eine Brigade, maximal 2 auf dem Spielfeld stehen. Das ist mir einfach zu wenig für eine große Schlacht. Da war die Idee 10mm und dann kam halt das 6mm und dann bin ich ja halt bei 6mm geblieben. Man könnte natürlich auch sagen, so wie es einige bei Kugelhagel machen, 12 Figuren sind ein Regiment, aber das sieht für mich nach nichts aus. Und deswegen halt die 6mm. Und dann haben wir lange überlegt, der Christoph und ich, was wollen wir da machen? Also klar, ACW war dann klar. Er hat sein Herz schlägt für die Konföderation, meins für die Union. Ja, er hatte dann irgendwann mal angefangen. Ich habe dann irgendwann auch mitgemacht. Und so wirklich so ein Regelwerk hatten wir noch nie. Wir haben uns dann geeinigt, während ich schon mal nach unten greife und schon mal hier gleich was raushole. Wir haben uns dann geeinigt, erstmal 2x2 cm Basen sind ein Regiment. Einfach um erstmal auf eine Stückzahl halt auch zu kommen, was die Kopfgröße angeht, dass man erstmal ein paar Regimente hat. Und dann schauen wir mal weiter. Und Regelwerke habe ich massiv für liegen. Pickett's Charge, Longstreet, Black Powder war so mal das Einstiegsding, wo wir gesagt haben, das ist gängig. Soll nicht so dolle sein, aber es ist zumindest erstmal ein gängiges Format. Und sind dann aber über die Osprey-Reihe bin ich dann, hab's dann irgendwie gesehen, schon bevor der Table-Schmock dann noch was dazu gemacht hat. Und der hat mich dann in seinem Review, seinen Vorstellungen einfach nur bestärkt, dass das hier was sein könnte. Fort, Lead and Cold Steel für uns. Und das soll es jetzt sein. Schönes Buch, viele Bilder. Ich habe die Regeln schon einmal durchgelesen. Ich bin jetzt weit davon entfernt, sie euch erklären zu können. Ich werde sie noch ein zweites Mal lesen müssen. Aber grundsätzlich hat mich das Ganze so ein bisschen überzeugt, was hier drin steht. Auch die verschiedenen Artillerietypen sind drin. Es bietet tatsächlich mir persönlich genug Komplexität, um es wirklich so aussehen zu lassen, dass ich wirklich nicht ein beliebiges Schwarzpulver-Regelwerk spiele, sondern was wirklich im amerikanischen Bürgerkrieg, auch wenn man wahrscheinlich auch andere Sachen damit spielen kann. Und auf der anderen Seite ist es nicht so überkomplex und eine solche Übersimulation,
dass ich schon keinen Bock mehr habe, eine Armee-Liste zu erstellen. Amerikanischer Bürgerkrieg hat natürlich den Vorteil, es sei denn, man spielt irgendwas Alternatives mit rein, was wäre, wenn, wenn Spanien interveniert hätte oder England oder Frankreich. Hat nur zwei Fraktionen. Das ist eigentlich ganz cool. Es sind ein paar Szenarien drin. Es sind, ich will jetzt das Buch gar nicht reviewen. Es sind ein paar andere Geschichten drin. Vor allen Dingen sind da nochmal Special Rules drin für die Union und Special Rules, Advanced Rules für die Konföderation. Die Union hat zum Beispiel größere Artilleriebatterien. Die Konföderation hat dafür in der Regel, er kann mehr erfahrenere Truppen mit ins Feld führen. Und ja, so sieht das Ganze aus. Die Einheiten, man nimmt halt Basen raus, muss man sich dran gewöhnen. Gibt da Large, Average, Small und Tiny, also vier. Und das ist so ein bisschen das, wonach ich mich dann auch jetzt im Nachhinein ein bisschen ausgerichtet habe. Ich habe hier, nein, keine Bange, das ist nicht das Belfair. Ich fange jetzt nicht mit Brettspielen hier an. Ich muss nur mal die Schachtel aufmachen, weil ich habe da die Sammelbox von und dann die Kartons wegzuschmeißen war zu schade. Und ihr seht hier das, was ich bis jetzt fertig habe. Ja, wir haben grundsätzlich, spricht nichts dagegen, hier was Generisches zu machen. Ich habe mich entschieden, ich bin großer Fan vom Union, vom zweiten Korps. Und zweite Korps, erste Division, erste Brigade, zweite Brigade, Irish Brigade und hier entsteht die dritte Brigade. Und habe die Figuren jetzt alle noch, als ich krank war, mit Magneten unter den Basen versehen. Hab das jetzt erstmal magnetisiert. Ich muss hier noch ein paar Streifen zukleben. Aber dann passt das. Eine Ari liegt noch irgendwo drüben im Schrank. Die habe ich so schnell nicht gefunden. Grundsätzlich ist es so, ich habe mir die Order of Battle von Gettysburg genommen. Da hatte ich so mir mal ein bisschen das Wheatfield. Da war allerdings, glaube ich, nur die Irish Brigade von der Union, von zweiten Korps. Aber das habe ich mir erstmal so als Ziel genommen. Konföderierte, wie gesagt, Chris hat die. Ich habe aber auch angefangen, meine Konföderierte zu machen. Und dann erstmal haben wir gesagt, wir machen erstmal drei Basen. Ja, ein Regiment sind dann ein, zwei, drei Basen. Grundsätzlich, um erstmal auf. Na, da geht es schon ab, seht ihr mal. Na, super. Der Vorführeffekt. Eigentlich hatte ich fest gedrückt, aber das macht nichts. 1, 2, 3 Basen sind ein Regiment. Das haben wir gesagt, dass wir erstmal spielfähig sind. Ich habe dann ja nach dem Regelstudium gesagt, okay, das wäre Average. 4 Basen habe ich schon mal 2 Regimenter mit 4 Basen hier hinten. Das ist Large. Das wäre hier Small. Das wäre Tiny. Und dann sind wir da zumindest auch auf einem guten Stand, denke ich, dass man damit was anfangen kann. Meine Brigadegeneräle, die sehen dann so aus. Leider habe ich keine Brigadefahnen bekommen. Das ist Patrick Kelly in dem Fall von der Irish Brigade. Das wäre Caldwell, Kommandant der ersten Division des zweiten Korps. Da habe ich Fahnen für. Ja. Und irgendwann wird es natürlich auch Hancock noch geben. Der Space wird dann auch wahrscheinlich die Größe haben und dann wird da werden das aber dann eine andere Fahne, eine US-Fahne werden da wehen. Ich habe auch zwei verschiedene Miniaturenhersteller hier. Wir haben mit Bolter, von Bolter mit denen angefangen. Meine Irish Brigade hat jetzt leider dieses Format. Davor wusste ich noch nichts von Henry Turner. Und so sieht ein Kommando aus. Irish Brigade, wie gesagt, die Regimentsfahne ist dann grün. Ich hätte noch ein bisschen das Weiß abschneiden können, aber man sieht es großartig auf dem Spielfeld später sowieso nicht. Und dann war es auch egal. Also wie gesagt, deswegen auch da nochmal, Irish Brigade hebt sich ein bisschen ab, dadurch, dass es das andere Figuren sind. Ansonsten bin ich inzwischen bei den Henry Turner Files halt eben auch gelandet und das ist dann so eine normale Infanterie. Die macht Spaß, die machen auch Spaß, die gehen auch tatsächlich relativ gut von der Hand weg, die Figuren, muss ich sagen. Und das wird dann das Kommando Base. Und das Ganze praktisch zu lagern, halt auch in dieser alten Spielerweiterungsschachtel. Wie gesagt, Plan ist jetzt erstmal hier grundsätzlich da.
bei Gettysburg schon die Regimenter teilweise sehr klein waren, ist der Plan hier tatsächlich erstmal die erste Division fertig zu machen. Da fehlen noch hier 3 Regimenter, nochmal 5 Regimenter für die 4. Division. Dann wird die Division fertig, dann noch Artillerie dazu. Und Artillerie wahrscheinlich aber schon mal ein bisschen eher, einfach um mal auf ein paar Batterien zu kommen. 3 Basen wären eine Batterie bei der Union, weil die Union hat Large Batteries hat. Und dann vielleicht noch etwas Kavallerie, aber hätte ich erstmal genug Spielsteine, Marker, Regimenter, mit denen man spielen kann. Dann würde ich mich ein bisschen mehr um die Konföderierten halt eben auch kümmern, um da auf eine Kopfzahl zu kommen. Da wird es dann erstmal Andersons Georgia Brigade auf jeden Fall werden mit 5 Regimentern, weil die auch wirklich im Wheatfield unterwegs waren und die ganze Zeit mehr oder weniger in dem Wheatfield und in der Umgebung unterwegs waren. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Grundsätzlich habe ich echt richtig Bock. Also tatsächlich, der amerikanische Bürgerkrieg, der hat mich immer schon fasziniert. Da kenne ich mich auch relativ gut aus. Sagen wir es einfach mal so. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich trinke mal einen kurzen Schluck. Ah, da kenne ich mich auch relativ gut weit mit aus. Und ich habe mir auch schon ein paar Szenarien überlegt. Tatsächlich geht es mir da gar nicht so ums Spielen, sondern ich würde gerne ein Spiel leiten. Ich habe da mir so ein paar Dinge überlegt. Gelände muss ich natürlich auch noch alles machen. Was man spielen kann mit so kleinen Schweinereien für die Spieler, mit ein bisschen Nebel des Krieges und anderen Geschichten. Da fehlt es allerdings noch an Mitspielern. Da muss ich einfach mal schauen. Aber grundsätzlich, da bin ich sehr weit mit. Da habe ich im letzten Jahr auch sehr viel dran gemalt, muss ich sagen. Hier erstmal jetzt noch 3 Regimenter und Brigadekommando dazu. Parallel dazu, so nach und nach, erstmal hier auf 4 Regimenter bringen und dann hier auf 4 Regimenter bringen und wahrscheinlich auch erstmal dann hier noch auf 4 Regimenter bringen, bevor ich dann mit 4 Regimenter noch weitermache. Artillerie noch dazu und vielleicht noch ein bisschen Kavallerie, muss ich mal schauen. Zurzeit mache ich da aber auch nichts, da ich mich mit einem anderen 6 mm momentan beschäftige. Ich bin ja tatsächlich, pendelt das bei mir immer zwischen dem und dem anderen Projekt so ein bisschen hin und her. Und hauptsächlich habe ich jetzt in den letzten Monaten hier an der Union halt eben gemalt. Aber wie gesagt, es pendelt immer so ein bisschen und jetzt gerade male ich halt woanders. Da kommen wir jetzt zu. Ich mache noch einmal zu. So, räumen wir das mal ab. Und dann kommen wir zum Thema Lützen und Bautzen 1813. Ja, auch napoleonisch habe ich meine Geschichte auch da in 28 mm dreimal angefangen, napoleonische Projekte zu machen. Dreimal massiv gescheitert. Zweimal war es Briten im Peninsula War, weil ich das spannend fand, auch durch die ganzen Sharp-Filme halt eben, durch die Sharp-Serie. Einmal dann Preußen. Und auch da muss ich dann sagen, 28 mm napoleonisch habe ich gemerkt, das ist nichts für mich. Das ist mir zu viele Knöpfchen, das ist mir zu viel hier, zu viel da, zu viel dort. Ich will es dann auch möglichst korrekt machen. Und da verzettel ich mich dann. Und auch hier sagte der Chris irgendwann, er hätte echt Lust. Er ist ein großer Napoleon-Fan. Er hätte Lust auf Wagram irgendwie. Da habe ich gesagt, nee, also Franzosen bin ich nicht ganz so ein Fan von. Und Österreicher irgendwie auch nicht. Ich unterstütze dich da gerne, wenn du Fran ich male dir gerne ein paar Franzosen an, wenn du das willst. Und ich spiele da mit dir, aber so generell habe ich auf das Projekt nicht so die super Lust. Und napoleonisch aber irgendwie schon. Es liegt mir eigentlich auch näher, geografisch und auch historisch und auch sogar familiär, als der amerikanische Bürgerkrieg. Denn tatsächlich hat mein Opa mal ein bisschen Ahnenforschung betrieben und es gab in diesen Befreiungskriegen, so wie es auch heißt, 1813, ein Regiment bei den Preußen von Glaubitz. Und das ist wohl einer meiner Vorfahren sogar. Also, Moment. Oh, dieser Schleim, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und ja, irgendwie haben wir überlegt, was machen wir. Und ich habe gesagt, naja, wenn napoleonisch, entweder Briten, finde ich irgendwie cool. Aber Waterloo, ihr wisst ja, das sind immer so ausgetretene Spuren schon. Ist mir ein bisschen zu ausgetreten. Warum denn nicht irgendwie was in den Befreiungskriegen? Natürlich springt dann jedem erstmal Leipzig so richtig ins Gesicht, aber jeder weiß, dass man für Leipzig, wenn man es. Oder wie soll ich es anders sagen? Ich möchte es dann auch vernünftig spielen. Und wenn ich Leipzig spiele, möchte ich dann nicht 1, 2, 3, 4, 5, das sind meine Cores und damit spiele ich jetzt, also so strategisch, sondern ich möchte dann auch auf. Ich möchte dann viel da stehen haben. Und da wir beide viele Projekte vor der Nase haben, Chris und ich,
haben wir uns dann für Lützenbautzen entschieden. Ich habe das Buch auch mal durchgelesen gehabt. Es ist aber auch schon eine Weile her. Ich muss das nochmal lesen. Zumal Chris halt ganz gerne Württemberger machen würde. Und die waren ja auf Seiten der Franzosen und ich halt Preußen. Und deswegen haben wir uns dann für Lützenbautzen entschieden. Ohne erstmal überhaupt ein Regelwerk zu haben. Aber wir haben ja schöne Orders of Battle halt eben auch drin in dem Buch. Einiges an Bildern. Ein bisschen hier Karten. Das ist so das Vording. Also diese Osprey-Bücher kann ich, wenn man ein bisschen Englisch kann, schon ganz gut empfehlen. Ja, man hat hier noch so ein bisschen Karten. Und dann Lützenbautzen halt eben und dann einfach sagen, komm, er macht Württemberg. Da waren Württemberger, da waren Preußen sowieso. Und das ist unser Ansatz. Das heißt nicht, dass wir jetzt nur auf Lützenbautzen uns fokussieren, sondern wir auch auf generische Schlachten natürlich. Aber um erstmal so ein bisschen, ich habe Geschichte studiert, auch ich brauche das so ein bisschen so bei historischen Sachen, so ein bisschen so ein Ankerpunkt, wo ich mich reinfressen kann in das Thema, weil ich diese Forschung auch ganz gerne mag und einfach gerne auch dann über sowas lese, wenn ich mich damit beschäftige, nicht nur Filme gucke. Es gibt auch ein paar tolle Napoleon-Dokumentationen, die ich jetzt gerade wieder gucke, deswegen ist gerade auch dieses Thema wieder größer geworden bei mir, als hat den ACW so ein bisschen überholt. ACW ist meistens eben wirklich bei mir tatsächlich so saisonal bedingt, mache ich lieber so Frühjahr, Sommer bis in den Herbst und ab Herbst kommt bei mir auf einmal das Napoleon-Fieber, warum auch immer. Habe ich die letzten Jahre beobachtet, ist wirklich so und hier ist halt der Stand, wir machen jetzt erstmal, gucken uns das an und malen erstmal. Jetzt kommt natürlich dazu, dass der liebe Table Schmock das Valor & Fortitude auf Deutsch übersetzt hat. Das habe ich leider natürlich jetzt nicht physisch vorliegen. Ich werde es mir wahrscheinlich bei seinem Schmock-Starter wahrscheinlich mitbestellen, auch die Karten. Und das System macht auf mich einen sehr guten Eindruck, ohne es gespielt zu haben. Nur für eine Demo-Runde wohne ich halt leider viel zu weit weg. Aber das macht einen guten Eindruck auch, dass es nicht, auch nicht zu verkopft spielt sich, glaube ich, halbwegs relativ flüssig. Und da haben wir uns jetzt überlegt, da gehen wir mit rein. Das heißt, das wird erstmal, wir haben auch Black Powder, wie gesagt, hier. Wir haben auch noch zwei, drei andere. Ich glaube, General de Arme haben wir noch und noch ein paar andere Sachen. Aber ich denke mal, Valor & Fortitude, das könnte es sein für uns. Und da gehen wir so ein bisschen mit rein mit der Thematik. Und dann halt Lützenbautzen ist der Aufhänger, Befreiungskriege. Das wird so das sein, wo wir uns erstmal jetzt mit beschäftigen wollen in den nächsten Jahren. Und dann hoffentlich auch irgendwann mal spielen. Ist natürlich, eigentlich höre ich auch ganz gerne auf Little Wars TV und die haben dann einen schönen Tipp. Wenn du mit Napoleonisch anfängst, fang mit Franzosen an, weil die brauchst du immer. Ja, ich mache halt jetzt die Preußen. Nichtsdestotrotz, ich habe auch, auch alles Henry Turner Files, da kommen wir jetzt auch jetzt so nach und nach zu. Ich hole schon mal so ein bisschen vor. Ich habe aber auch ein paar Franzosen hier liegen, die ich dann irgendwann mal machen werde, wenn ich mit den Preußen so weit bin, wo ich jetzt gleich zu komme, dass ich sage, das ist ein Grundstock zu haben. Dann möchte ich halt auch so ein paar französische Regimente einfach erstmal machen, einfach um sie zu haben. Ne, dass ich mich nicht mehr nur auf den Chris verlassen muss. Und wir wollen ja groß spielen. Und da wir nur zu zweit in dem Projekt leider bis jetzt sind, vielleicht können wir noch jemanden aus unserer Gruppe überzeugen, mitzumachen. Einfach mal gucken. Und ja, da wir da zu zweit bis jetzt nur sind, werde ich natürlich auch Franzosen malen. Und auf Dauer möchte ich dann tatsächlich, wenn ich, wie gesagt, bei den Preußen den Grundstock habe, werde ich wahrscheinlich machen, abwechselnd mal ein französisches Regiment, mal wieder ein preußisches Regiment. Und dann möchte ich immer noch ein bisschen mit Alliierten arbeiten. Bei den Preußen, da ihr wisst, ich bin ein großer Skandinavien-Fan, sollen auf jeden Fall noch Schweden dazukommen. Ja, und bei den Franzosen sollen, neben natürlich erstmal grundsätzlich ein paar französischen Regimentern, möchte ich Dänen dazu nehmen. Und dann wahrscheinlich später auch dort noch so Rheinbundeinheiten. Die möchte ich möglichst bunt halten, die Armee. Und auch hier haben wir erstmal uns drauf geeinigt gehabt. Wir machen jetzt erstmal drei. Das sind jetzt hier die Turner Files. Wir machen erstmal drei Basen. Infanterie sind ein Regiment. Nach dem Video dann vom Table Schmock muss ich aber sagen, ich werde das jetzt so machen. Ich habe vier Bataillone fertig. Ein fünftes bin ich noch am Kommando-Ding dran, aber die beiden links und rechts sind schon fertig. Die sind dann einfach nur noch nicht hier. Die sind noch drüben in der Vitrine für Regiment ist noch im Aufbau. Kommt dann hier rein. Ich werde sechs von diesen Bataillonen erstmal machen. Preußische Infanterie, ganz normal. Landwehr gab es übrigens zu Lützenbautz anscheinend noch gar nicht. Wusste ich auch nicht. Kam ja später. Werde ich erstmal gucken, dass ich das auf sechs bringe.
wenn ich die 6 dann habe, auf 5 bringe, 5 Basen pro Regiment, das heißt, steht noch viel in Arbeit an. Und dann werde ich tatsächlich mit Kavallerie beginnen, Husaren, Ulanen erstmal. Und die dann auch wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, der Vorteil bei diesen kleineren Basen ist halt, ich habe hier die mit den Magneten unten drin. Die sind super. Finde ich besser als die mit der Magnetfolie unten drunter. Ich weiß nicht, ob es das in 25x25 gibt. Da muss ich mal gucken. Das sind jetzt hier 20x20. Möchte da ein paar Einheiten, eine Einheit Ulan, 2 Einheiten Husaren wahrscheinlich erstmal machen. Vielleicht dann irgendwann nochmal Kürassiere und Dragoner, aber das wird dann kommen. Bei den Preußen dann etwas Artillerie und dann habe ich, denke ich, da muss ich meine Punkte rechnen und dann ein paar Generäle natürlich noch, da habe ich meinen Grundstock grundsätzlich erstmal fertig. Das wird dann natürlich auch weiter ausgebaut. Ja, ihr seht auch hier ist manchmal ein bisschen nicht ganz, die stehen ein bisschen weit auseinander, aber es ist egal, das sieht man auf dem Spielfeld dann auch wieder nicht wirklich. Das ist dann ausgebaut, wie gesagt, dann kommen dann, wie gesagt, Franzosen und ein bisschen Preußen weiter ausbauen, um das Ding ein bisschen größer zu machen und halt eben mit den Verbündeten dann dazu. Ich habe noch ein paar von diesen Schachteln, die ich auch noch alle magnetisieren kann und das ist wirklich praktisch hier, da rutscht jetzt hier auch nichts, ja, das ist super. Und man kann das halt auch super lagern, man braucht nicht viel Platz und das ist auch einer dieser Riesenvorteile der 6mm. Ja, und das, da geht es dann hier mit den Preußen halt so ein bisschen in diese Richtung. Einfach jetzt erstmal weitermachen, gucken, dass ich hier auf die 6 komme, dann anbauen. Und wenn ich das dann habe, dann geht es mit der Kavallerie los. Wenn ich nicht zwischendurch einen Anfall kriege, dass ich sage, jetzt steche ich die Preußen erstmal wieder weg und mache erstmal wieder Union. Das kann, wie gesagt, alles sein. Das müssen wir jetzt mal gucken, wie lange der Hype hält. Nur solange das Eisen heiß ist, sollte man es schmieden, wie es so schön heißt. Und ich habe tatsächlich Lust, auch hier brauchen wir noch Gelände, haben wir auch alle noch nichts für. Aber der Plan ist auch hier auf Dauer eine kleine Truppe hinzukriegen, mit der man vielleicht auch mal auf eine Con gehen kann, mit dem Spieltisch und was präsentieren kann. Müssen wir mal schauen. Aber das ist so grundsätzlich bei den Preußen erstmal angesagt, napoleonisch. Und tatsächlich muss ich sagen, ich habe noch nicht wirklich Ermüdungserscheinungen im 6mm Format. Es macht einfach Spaß. So, ich male das immer so ein Base, immer so nebenher, seht ihr halt hier. Zack. Das malst du tatsächlich in meinem Malrhythmus. Die malen sich einfach mit. Und das ist halt einfach das Schöne. Die Kommandobasen brauchen ein bisschen mehr, aber die malen sich einfach mit. Und so soll es dann ja im Endeffekt auch sein. So, und dann noch historisch, da habe ich allerdings auch nichts zu zeigen, während ich einfach mal den Deckel wieder drauf mache. Ja, und ich fand die Schachtel einfach auch zu schade, um sie wegzuschmeißen, weil die einfach schön sind, stabil. Worauf wir uns dann noch geeinigt haben, im Historischen, der Chris und ich, auf was Antikes. Da hatten wir mal mit 10mm angefangen, da gehen wir jetzt doch runter auf 6mm. Das ist tatsächlich weniger Arbeit und sieht auch besser aus und man kann es noch ein bisschen größer machen. Ich glaube, Miletus Mundi ist immer noch aktuell, aber vielleicht findet sich irgendwie nochmal ein anderes. Ich habe das Regelwerk mal angelesen, ich war da nicht so ganz von überzeugt von dem Regelwerk, war mir auch ein, zwei Sachen nicht so ganz klar nach dem Lesen. Kann aber auch an mir liegen, das ist einfach zu blöd, was zu verstehen. Aber da ist tatsächlich auch der Plan Antike 6mm, da möchte ich, Chris ist ein großer Römer-Fan und ein großer Pyrrhus-Fan, ich bin ein großer Antike-Fan, mir ist das relativ wurscht. Eigentlich vom Spielstil müsste ich Römer nehmen. Schwere, viel schwere Infanterie. Aber ich möchte mich ja immer wieder selber fordern und ich werde nochmal mit Karthago reingehen auf jeden Fall und dann später vielleicht gucken, wenn ich genug Karthago habe. Eine gallisch-germanische Geschichte noch aufstellen. Ich sage niemals nie Nein zu Römern vielleicht oder einen Bretonen aufstellen oder mal was Griechisches, Ägyptisches vielleicht. Aber das ist so wirklich Zukunftsmusik. Grundsätzlich geht der Trend bei uns aber auch daher auch hin, auch wenn wir natürlich weiterhin Kings of War 28mm spielen, aber auch da die 10mm jetzt wieder schieben werden. Große Schlachten, wirklich große Epoche mit großen Schlachten mit einem kleinen Maßstab zu spielen. Dass man einfach da eine große Schlacht hat, dass man halt eben mal auch so einen Chor durch die Gegend schieben kann. Ja, und nicht nur 12 hier, 12 da, 12 dort, nee, sondern einfach dann auch groß. Und das ist noch eine Menge Arbeit, wie ihr seht. Und gerade das, da kann ich auch jeden dazu ermutigen, einfach anzufangen. Die 6mm Sachen, die gehen verhältnismäßig schnell, wenn man sich nicht so viel Mühe macht. Das habt ihr jetzt bei mir gesehen. Ich hätte auch noch Munitionsgurte malen können. Das seht ihr auf dem Spielfeld später aber halt auch überhaupt nicht. Und das ist so das Ding. Das seht ihr nicht und dann braucht ihr das auch nicht malen. Das ist Blödsinn. Es sei denn, ihr wollt es malen. Euer innerer Monk zwingt euch dazu. Dann be my guest, aber ich mach's nicht.
Und erstmal diesen Grundstock zu haben. Das ist bei allen Systemen so, hast du erstmal einen Grundstock, dann mal wieder hier was zuzumalen, da was zuzumalen. Das geht relativ einfach und motiviert, wenn man erstmal gespielt hat und dann weiß man auch, okay, was mache ich als nächstes? Bei mir ist das jetzt halt, wie gesagt, relativ klar. Ich habe da, das brauche ich auch, so einen kleinen Plan immer, was mache ich als nächstes. Und hier ist es halt, wie gesagt, erstmal bei den Preußen 6 Bataillone, A5 und dann kommt Kavallerie. Ich denke mal, einmal Ulan, zweimal Husaren, habe ich erstmal drei Kavallerie-Schwadron, Bataillone, wie immer es heißt, ist auch egal. Generäle dazu, ein, zwei Kanonen dazu und dann ist erstmal der Grundstock, denke ich, da. Dann zusammenrechnen an Punkten, was wäre noch drin, was kann ich noch kaufen. Auf Dauer natürlich mehr Infanterie. Bei den Franzosen wird es dann eher wieder so rum sein, dass ich dort historisch gesehen hatten die Franzosen relativ wenig Kavallerie in den Befreiungskriegen, was ein großes Problem für sie war, was Aufklärung, aber auch Verfolgen von sich zurückziehenden Gegnern betraf. Werde ich bei den Franzosen mehr noch Infanterie- und Artillerielastiger werden als bei den Preußen? Da mache ich eher so einen Mix. Und bei den Schweden muss ich mal gucken, was die überhaupt so hatten. Die sind, glaube ich, auch irgendwo hier drin. Ich meine, die sind sogar hier bei mit drin gewesen, Schweden. Ich weiß gar nicht, welche in der Order of Battle drin sind. Ansonsten, das kriegt man ja alles raus. Napoleonisch und auch der amerikanische Bürgerkrieg, da gibt es sehr viele gute Quellen zu, wo man ganz gut Sachen zusammenbekommt. Ja, und dann einfach mal gucken, wo die Reise hingeht, was ich dann da zusammenkriege, was wir dann spielen. Auch hier habe ich auch Bock zu spielen, ACW auch, aber auch hier hätte ich wieder Bock, tatsächlich Spielleiter zu machen. Und gerade wenn man so Little Wars TV schaut, die machen ja gerade ihre große, mit einer großen Karte, Napoleon-Kampagne. Unglaublich geil, kann ich euch nur empfehlen, guckt euch das mal an. Table Schmock sowieso, da kriegt ihr eine Menge gute Informationen, wo ihr Fahnen herkriegt, wo ihr Figuren herkriegt. Auch zu Valor & Fortitude kriegt ihr da sehr, sehr gute Informationen zu. Auch diese beiden Kanäle kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Da habe ich auch ein Abo drauf und die gucke ich auch immer gerne. So, ja, und das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich müsste meine Stimme jetzt auch ein bisschen schonen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ich hoffe, das war auch für euch ein bisschen interessant, was ich hier euch so gezeigt habe, was ich jetzt euch so erklärt habe. Ich denke, ich werde mehr sowas machen und mit Projektupdates halt auch noch arbeiten. Ihr könnt mir da gerne natürlich auch in die Kommentare was schreiben. Ich freue mich immer von euch was zu hören. Vielleicht noch in eigener Sache, Donnerstag ist dann Begehung von der Örtlichkeit. Dann weiß ich auch, ob es dieses Jahr eine Con geben wird, die wir selber organisieren werden, eine öffentliche. Da komme ich dann aber, denke ich, nach Nürnberg. Wenn ich da, wenn es positiv am Donnerstag läuft, nach Nürnberg auf euch zu, vorher schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr. Tagsüber sind dann am Wochenende die Kinder hier und abends und springen hier rein und abends habe ich dann meist auch keine Lust zu streamen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht bin ich dann auch so heiß, dass ich sage, ich muss heute Abend unbedingt streamen und euch die frohe Kunde auf jeden Fall mitteilen. Wir schauen mal. Ansonsten wünsche ich euch erstmal gute Gesundheit, gute Besserung. Macht's gut und bis bald.